Guten Morgen. Jeder von uns trägt so ein wenig auch den Wunsch in sich, sich zu ändern. Bei vielen ist dieser Wunsch sehr dominant ausgeprägt und sie überlegen jeden Tag, wie sie sich denn ändern könnten. Bei manchen ist er nur unterschwellig vorhanden. Aber ich glaube, jeder von uns stellt sich die Frage, wie er denn besser und optimaler werden könnte. Und bei vielen ist dieser Wunsch auch durchaus sinnhaft, weil sie derzeit wahrscheinlich ein Leben leben, zumindest aus meiner Sicht, was sehr viele Gefahren auch in sich trägt und was sehr viele wahrgenommen negative Dinge katalysiert. Die Frage ist nun, wann macht es Sinn, sich zu ändern und was erleichtert die Tatsache, sich zu ändern oder was wirkt dem quasi zuwider? Und das ist ein Punkt, der ist mir gerade in den Sinn gekommen, der sehr, sehr wichtig ist, der extrem wichtig ist, das zu realisieren, weil das kann so ein richtiger, das kann so ein Schalter umlegen in den Gehirnen von denjenigen, die sich ändern wollen. Warum es denn nicht klappt, dass man sich ändern möchte, aber dass es halt eben nicht in die Realität umgesetzt wird, was einen daran hindert. Und das ist folgender Punkt. Wenn man selber sich als schlecht sieht, und das machen sehr viele, die sich ändern wollen, die sehen sich selber als schlecht, die sehen sich selber als geschwächt und die nicht als stark, sondern irgendwie schwach und schlecht und sie wollen sich ändern, dann haben diese Menschen es sehr, sehr schwer, weil wenn unser eigenes Ich als schlecht wahrgenommen wird oder als geschwächt wahrgenommen wird, dann ist es ganz normal, dass unser Selbst quasi Widerstände generiert, um sich zu schützen, also Protektionismus. Wenn irgendetwas geschwächt ist in der Natur, dann entsteht ein Schutz. Und wenn unsere Persönlichkeit geschwächt ist oder geschwächt von uns wahrgenommen wird, das ist der korrekte Terminus, wenn der geschwächt von uns wahrgenommen wird, so schwach ist, dann entstehen Widerstände, sodass diese schwache Persönlichkeit, die natürlich keine schwache Persönlichkeit ist, sondern die als schwache Persönlichkeit wahrgenommen wird, dass diese geschützt wird. Und dadurch, ja, entsteht natürlich eine höhere Schwierigkeit, an diese geschwächte Persönlichkeit ranzukommen, um diese zu verändern, weil sie ja halt geschützt ist, diese geschwächte Persönlichkeit. Und auch stabilisiert wird, damit sie dann sozusagen wieder stark wird, diese geschwächte Persönlichkeit. Aber wir wollen ja die Persönlichkeit ändern. Und wenn wir selber einen Schutz hochgezogen haben und Widerstände, gar nicht bewusst, sondern unbewusst, weil die Natur eben diese Schwäche halt versucht zu schützen, uns selbst dann zu schützen, wir als Teil der Natur, ja, dann haben wir es natürlich sehr, sehr schwer. Und entsprechend sollten wir uns in erster Instanz idealerweise bewusst machen, dass wir, so wie wir sind, sind. Und das nicht bewerten. Wir sind ja so, wie wir sind. Also brauchen wir nicht zu reden, ob wir schlecht oder gut sind in erster Instanz, sondern wir müssen erstmal realisieren, dass wir sind. Und dass wir sind, hat einen guten Grund. Wenn wir denn nicht mehr wären, dann wären wir von der Natur aussortiert worden. Zum Beispiel durch Krankheit, Krebs, AIDS, sucht euch das aus, Autounfall. Und entsprechend können wir gar nicht so schlecht sein, weil wir sind ja noch. Also immerhin, sage ich mal, sind wir zumindest nicht komplett schlecht. Zumindest was die Natur angeht. So, und das könnten wir einfach übernehmen in unserem Mindset, dass wir sagen, hey, wir sind noch. Also sind wir gar nicht mal so schlecht. Und das in erster Instanz bringt schon einiges Potenzial mit sich, Widerstände abzubauen. Dass man quasi sich selber in dem aktuellen Zustand, in dem man sich befindet, akzeptiert. Sein eigenes Sein. Und das auch nicht zwangsweise gut heißen muss oder schlecht, sondern einfach nur akzeptiert. Und wenn man das ein bisschen garniert mit einem bisschen Selbstliebe für das Universum. Es muss ja nicht mal auf sich selbst gerichtet sein, weil jeder spürt, wenn er im Flow ist, dass wenn er das Universum liebt, dann liebt er sich selber auch, weil ja, wir sind das Universum. Und entsprechend über diesen Zugang
dass man mit Selbstliebe und mit Akzeptanz an die eigene Persönlichkeit herangeht, schafft man es, die Widerstände zu reduzieren, keine Widerstände aufbauen zu lassen. Der Protektionismus nimmt nicht so einen großen Stellenwert ein und es ist viel, viel einfacher, seine Persönlichkeit auch tatsächlich zu ändern, weil wir nicht über irgendwelche Mauern hinwegspringen müssen. Wir müssen keine Mauern einreißen, sondern die Persönlichkeit stellt sich dar, als was sie ist. Und daran kann dann gearbeitet werden. Und das finde ich einen extrem wichtigen Zusammenhang, weil viele Menschen, die sich ändern wollen, die leiden. Und gerade diese Menschen, die leiden, die ja eigentlich in der ersten Instanz, in unserer Logik, sich ja besonders ändern müssten, weil sie ja leiden, haben es besonders schwer, sich zu ändern, weil sie eben diese Schutzmaßnahmen, diesen Protektionismus unbewusst aufbauen, weil sie eine geschwächte Persönlichkeit haben oder, besser, korrekter ausgedrückt, eine für sich wahrgenommen schlechte Persönlichkeit haben. Und dann wird es echt schwer mit Änderungen. Aber es ist möglich, weil ich war in diesem Kreislauf. Ich habe mich selber als schlecht wahrgenommen. Ich habe mich selber als, ja, geschwächt wahrgenommen, als nicht gut, als schlecht wahrgenommen. Und aus diesem Kreislauf auszubrechen ist durchaus möglich. Und zwar, ich wiederhole mich da gerne, indem man in die Akzeptanz geht, dass das, wie man jetzt ist, dass das tatsächlich auch ist. Und wenn man diesen Schritt gegangen ist, dann kann man anfangen, sich zu ändern. Ich möchte das Video auch relativ kurz halten, weil es ist eigentlich eine ganz einfache Aussage. Aber wenn man das in seinen Kopf bekommen hat, dass man sich erstmal akzeptiert, bevor man sich ändert, was eigentlich widersprüchlich ist, aber dass man dann tatsächlich eine viel höhere Chance hat, sich zu ändern. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss. Thank you.